Wir sind hier auf dem GC Campus, ist ein Leistungszentrum, das im Jahre 2005 gebaut wurde. Wir haben insgesamt 5 Plätze, 2 davon sind Kunstrasenplätze, 3 Plätze mit natürlichem Gras. Wir haben 4 Plätze mit Spilio-Fixkameras ausgerüstet, wobei der Hauptplatz, wo auch die Spiele ausgetragen werden, haben wir neben der totalen Einstellung auch 2 Kameras hinter den Toren. Für uns war es wichtig, dass das System möglichst einfach zu bedienen ist. Jeder Trainer muss die Möglichkeit haben, das System gebrauchen zu können, und das ist bei Spilio gewährleistet. Für uns war es sehr wichtig, dass wir gleichzeitig alle 4 Spielfelder aufnehmen können und bearbeiten können. Wir haben viele Lösungen geprüft und es war bei vielen Lösungen nicht möglich, dass wir gleichzeitig alle Kamerasysteme bedienen konnten. Und Spilio ist die einzige Lösung, die wir gefunden haben, wo wir alle 4 Kameras gleichzeitig bedienen können. Okay, also für mich ist einer der wichtigsten Punkte mit Spilio, dass die Trainingssequenzen und die Trainingsspiele direkt vom automatischen Kamerasystem aufgenommen werden können, und dadurch bin ich frei, um mich direkt mit dem Video zu beschäftigen. Das heißt, wenn ich jetzt bestimmte Sequenzen markieren möchte, kann ich das direkt während dem Spiel tun, in einem Live-Prozess. Wenn ich einem Spieler eine Sequenz zeigen möchte, kann ich ihn direkt zu mir herholen und ich zeige es ihm. Bevor ich Spilio hatte, musste ich immer reinkommen, die Datei zuerst auf mein Notebook speichern und erst dann konnte ich das Video bearbeiten. Und das ist meiner Meinung nach einer der größten Vorteile von dem automatisierten Filmen, dass ich mir einfach die Manpower erspare und mich mit den wesentlichen Dingen beschäftigen kann. Von dem her gesehen finde ich, dass es für ein professionelles Arbeiten und für die Zukunft unvermeidlich ist, so ein System zu haben, und dementsprechend weiß ich es sehr zu schätzen, dass wir hier schon mit solch modernen Methoden arbeiten können. Also für mich ist Spilio wichtig, bei uns auf dem Trainingsplatz einerseits zu sehen, wie verhält sich der Torhüter im taktischen Bereich im Vergleich zu der Mannschaft. Hat er eine zu tiefe Position, steht er zu hoch, ist er konzentriert etc. Und wenn wir auf unserem Stadionplatz trainieren, habe ich die Möglichkeit, mit 2 Kameras zu arbeiten, also in der Mitte und mit der Hintertorkamera, und das ist essentiell für das Torhütertraining, weil das ist fast die wichtigste Kamera. Da sehe ich alle Winkel, steht der Torhüter wirklich gut im Winkel, steht er zu hoch etc. Also da gibt es mir schon die Möglichkeit, viele Details anzuschauen. Und was dazu kommt, ist, wenn wir Spiele machen, ich kann die Szene einem Torhüter aus 2 verschiedenen Perspektiven zeigen, und das ist sicher ein großer Vorteil von Spilio. Also Spilio wird bei uns täglich eingesetzt, ja, von den ganz Jungen. Ich glaube, das, was viele nicht machen. Aber wir denken, es ist unheimlich interessant. Ja, bei den Älteren verwenden wir es auch für individuelle Clips, ja, für unsere Spielprinzipien, ja, um das Ganze zu visualisieren, oder? Ich denke, wir sind visuelle Wesen, Menschen. Man lernt wirklich durchs Sehen. Und letzte Woche eine ganz interessante Erfahrung. Da war ich im Blitzturnier in U13 mit Bayern München und Hoffenheim. Und zwischen den Spielen haben wir mit 12-Jährigen Videoanalyse gemacht, ja, auf eine altersgerechte Art und Weise. Ja, wir konnten wirklich sehen, wie sich praktisch von Spiel zu Spiel, ja, gewisse, ja, Sachen, die wir umsetzen wollten, verbessert haben durch Videoanalyse. Ja. Ein weiterer sehr entscheidender Punkt am Spilio sind die vielen Möglichkeiten, vor allem die unterschiedlichen Blickwinkel, die durch die verschiedenen Kameraperspektiven gewährleistet werden. Und außerdem finde ich es auch sehr hilfreich, wenn man direkt auf dem iPad Dinge visualisieren kann, wie Räume, Positionierungen von Spielern, weil eben, wenn man die Gelegenheit hat, solche Dinge besser zu highlighten, dann bleibt auch viel mehr bei den Spielern hängen. Für uns war die Zusammenarbeit mit Spilio sehr wichtig, dass wir dort auch eine gute Partnerschaft haben, dass wir dort Leute haben, die uns unterstützen, die uns Support geben, die bei Fragen sofort erreichbar sind und unsere Ideen auch umsetzen konnten. Und wir sind sehr zufrieden mit Spilio und können Spilio nur weiterempfehlen.